Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben letztens einen Sheriff verpasst und dass die RNK dieses Prim einnehmen kann. Ja, die müssten zwar Steuern zahlen, aber sie sind sicher. Sie sind sicher. So, und ich bin der Meinung, wir suchen ein bisschen die Gegend weiter. Mal schauen, was wir so finden und sehen und ja, was nur so kommen wird. So, gehen wir mal Richtung da waren wir schon. Gehen wir mal nach da. Ja, zu diesem Dreieck mal hin. Und das ist ein Dreieck. So. Gut. Ja, das sieht schon ganz interessant aus mit dem Wasserturm da hinten. Schnell mal runter. Und nach vorne. Dienstgewehr. Ich habe mir überhaupt nicht geschaut, was das Dienstgewehr ist. Dienstgewehr, das ist ein... Oh, nice! Ist es eine M16? Aber trotzdem. Ist zwar kein... Ja. Das ist richtig nice, die Kanone. Also, das ist mal eine Kanone. Und der ist sogar noch panzerbrechend. Uiuiuiuiuiui. Das ist cool. Sowas brauchen wir immer. Eine panzerbrechende Munition. Panzerbrechend. Trockensee. Oh. Die waren wir über Wasser. Sieht so aus. Hier waren wir Wasser. Oh. Da vorne haben wir... Oh. Schöner Sandsturm. Eine Rennstrecke? Die haben wir uns noch nicht gesehen. Die haben wir uns noch nicht gesehen, das ist gut. Noch nicht. Puh. So, ich will, wie gesagt, so schön möglich Munition sparen. Außer natürlich, wenn das hier in den Zerr rennt. Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handel interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Okay, ein Stalker? Ein Abonnent? Oder ich weiß nicht. Warum verfolgen Sie mich? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da gefunden haben. Was ist so besonders an diesen Kronkorken? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Wo kann ich mehr von diesen Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass ein paar Ameisen zu mir herkommen, aber ja, ist auch egal. Sie haben jemanden namens Festus erwähnt, wer ist das? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsam erwacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner.
Sie sammeln also auch diese Grundkorken? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Von was für einem Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Danke für die Infos. Ich werde mal... Aber ich werde jetzt mal gehen. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Dieser Typ, dass er mich einfach angeredet hat, währenddessen ich gerade... gekämpft hab gegen Ameisen, also ehrlich, was soll denn der Mist? Ja gut, jetzt wieder Ruhe. Wir haben noch 28 Schuss. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben übelst zu wenig Schuss. Ich glaube, ich meine, wir können das nächste Mal, ja genau. Wir können das nächste Mal, sollte man Laden erwischen. Ich kann doch offscreen erstmal gucken, nach ein paar... Nee, machen wir lieber auf. Mach mal lieber den Part. Da kaufe ich schon mal ein bisschen Munition ein. Gegenstand der Wertkarte. Der scheint wo oben zu sein. Ja, der scheint wo oben zu sein. Gut. Gehen wir halt nach oben. Ah, yep. So. Es gibt eine Art von Gegnern, die gehen mir besonders auf den Nerv. Das sind Todeskrallen. Oh. XXX. Was zum... Au, 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 au. Oh mein Gott. Wirklich, oh mein Gott. Was sind das denn für Viecher? Ho, das ist krass. Also wissen wir, diese Gegend vermeiden wir erstmal. Wir gehen erstmal woanders hin. Da müssen wir das Gequassel von denen anhören. Wir gehen erstmal nach Good Springs. Von Good Springs gehen wir, ich würde sagen, Richtung... Naja, was soll ich denn sagen? Wir gehen mal von da woanders hin. Aber wie Schaden die gemacht haben! Boah, ich bin tot gewesen. Wir versuchen erstmal zu überreden, dass wir erstmal das hier geschafft haben. Möchten Sie Vorräte kaufen? Schon wieder? Wie gesagt, ich bin dagegen, dass man sich mit den Pulverbanditen anlegt. Meine Vorräte sind nicht billig, wissen Sie? Falschen, genau. Ach, wir haben das, gut. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. So, gut. Auf Wiedersehen. Erstmal wählen wir unsere Waffe wieder aus. Gut, Kleinkaliber haben wir schon. So, ja, wie machen wir die Aufgabe fertig? Immer an der Suche. So, das Sprengstoff brauchen wir nicht unbedingt. Wir können das auch normal machen. Ach, die tragen schon Lederrüstung. Das ist schon mal gut. So, sagen wir erstmal Ringo Bescheid, dass es losgehen kann. Und dann sind wir in Good Springs, dann wenigstens die Helden.
Erhöht Charisma, gut. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Sunny ist dabei. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Packen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. So. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind es? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Dann mal los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Zurück nach Good Springs. Gut. Okay, wir können den Part wenigstens gut beenden. Weil, wie gesagt, manche Parts brauchen nicht unbedingt so 20 Minuten zu sein. So, da vorne sind sie. Sind sie... nackig? Hey, der Hut gefällt mir. Hey, Jacob, ich hoffe es für dich. So. Sie haben sich bei einer Gruppe der von Menschen im Mödland auf den Ruf erarbeitet. Und welche Staffbahn, ob sie diesen Ruf gut oder schlecht ist. Naja. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Ein wenig bleibe ich noch. Aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. So, jetzt kann ich ja nicht mal reparieren erhöhen. Wir brauchen 65 Wochen. Ja, Hammer. So, und Dietrich nehmen wir dann noch dazu. So, gut. So, ein bisschen Stuff erstmal holen. So, gut. Das hat 12, das hat 15. So, Jacob. Ach ja, wir haben Jacob schon ausgeräumt. Hey, Jacob. So, wir verkaufen erstmal den Stuff. Wir gehen erstmal ganz langsam dorthin. Dann verkaufen wir erstmal alles. Sie sind überlastet, sie können nicht mehr laufen. Oh, wusste ich gar nicht. So, jetzt reparieren wir erstmal ein bisschen Zeug. Was ist hinten? So. Bauen wir den Hut? Desperado-Hut. Hackbeil erstmal reparieren. Komm. Wir schaffen das. Dorthin. Zum Laden. Das dauert ein bisschen. Oh mein Gott. Naja, wie gesagt, das muss auch mal sein. Wir kaufen ein paar Dinge, dann... Ich sagen, wir kaufen ein paar Dinge erstmal und dann... Danach, kaufen wir Dinge erstmal hier. Mit extra
Action Ball, gut. Och, hallo! Was für ein Kampf! Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Natürlich doch. Den Revolver kann ich verkaufen. Baseballschläger, Bleirohr. Dynamit kann man eigentlich schon auch mal verkaufen, langsam. Schaufel, Messer, Kreuzschlüssel. Das Messer kann man verkaufen. So. Die Lederrüstung, das kann man verkaufen. So. Was hat der an Angebot? Was haben wir eigentlich schon? Waffe? Hier. 5,56er. 5, da. So, ein Schussblende, Dienstgewehr, Pistole, die können wir behalten alles. Caravan-Outfit brauche ich jetzt gar nicht. Gewicht 8. Okay, können wir auch noch verkaufen. Okay, dann nehme ich doch was zurück, von Kleidung her. Die Lederklamotten. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, das war wirklich ein schönes Vergnügen. Wir gehen erstmal nach draußen. Und dann werde ich diesen Part beenden. Na gut, ich hoffe, der hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout New Vegas.